Do you know how the world began? How God created it by hand? From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. It's a story for young and old, the greatest story ever told. So lend an ear and you will hear the greatest story. Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Schneller, besser, mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein, mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss, ihren Sohn den Fluss hinabschwimmen zu lassen. Sch, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby. Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Vielen Dank. Bring sie zum Palast. Sie nannten das Baby Moses. Und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihn, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken, jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelt. Du bist faul! Steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich! Lass ihn in Ruhe!
Du sollst niemanden so behandeln. Er verdient es. Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist. Ich werde ihn lehren, so etwas. Lass ihn in Ruhe. Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen. Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben. Aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde. Nach einer 40-tägigen Wanderung gelangte Moses in das Land Midian. In Midian heiratete Moses und gründete eine Familie. Er lebte so lange in Midian, dass er Ägypten beinahe vergessen hatte, genau wie die armen Israeliten. Bis zu einem Tag, an dem Moses eine Schafherde hütete, oben in den Bergen. Dort geschah es, dass er ein erstaunliches Zeichen sah. Komm her, kleiner Kerl. Ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Moses! Komm näher. Wer ist da? Gott, die Israeliten in Ägypten sind unglücklich, weil sie nicht frei sind. Geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Warum hast du mich auserwählt? Hab keine Angst. Ich werde bei dir sein. Aber werden sie mir glauben? Ich werde dir Zeichen geben, um dem Volk zu zeigen, dass ich dir beistehe. Wirf deinen Stab zu Boden. Nun nimm ihn am anderen Ende wieder auf. Vertrau mir, das Volk wird dir glauben. Jetzt geh. Und so ging Moses zurück nach Ägypten, um zu tun, was Gott gesagt hatte. Bist du Moses? Ich habe von dir gehört. Warum bist du wiedergekommen nach all diesen Jahren? Ich bin hier, weil Gott mich geschickt hat. Er will, dass ihr das Volk von Israel freilasst. Oh, will er das, ja? Zu schade für ihn. Wer ist dieser Gott überhaupt? Ich habe nie von ihm gehört. Ihr etwa? Nein, Sir, eure wunderbarste königliche Hoheit. Na also, dein Gott kann gar nicht existieren. Richtig? Ja, Sir, euer wunderbarste königliche Hoheit. Genau. Du da, komm her. Wir sind zu freundlich zu den Israeliten. Nach all dem haben sie noch immer einen starken Gott auf ihrer Seite. Sag meinen Sklaventreibern, sie sollen ihnen kein Stroh mehr für ihre Hütten geben. Von nun an sollen sie ihr Stroh selbst suchen. Ja, eure wunderbarste Königliche. Ich sagte, geh! Ha! Versuch nicht, mir zu sagen, was ich tun soll. Ich bin der Pharao. Es ist Zeit für euer Bad, eure königliche Hoheit. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Und so kam Moses wieder. Gott will, dass ihr die Israeliten ziehen lasst. Hatten wir das Thema nicht bereits? Es braucht ein Wunder, bevor ich mir nur ein weiteres Wort von dir anhöre. Seht die Macht Gottes!
des einzigen wahren Gottes. Oh! Ruhe! Nichts als alberne Tricks. Abgesehen davon, sieh mal hier. Überlegst dir gut, bevor du wieder versuchst, mich reinzulegen. Ich versuche nicht, euch hereinzulegen. Ich warne euch. Gott kann viele Wunder bewirken. Ha! Das beweist gar nichts. Geh mir aus den Augen. Ich komme wieder. Und am nächsten Morgen kehrte Moses zurück. Pharao, lasst die Israeliten ziehen. Wenn ihr euch weigert, wird Gott Ägypten mit Plagen überziehen. Die Plagen werden viele schlimme Dinge bewirken. Nein! Dann seht die Macht Gottes selbst. Das ist Blut! Nur ein neuer magischer Trick. Verschwinde. Du? Schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen. Wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war. Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche? Verschwinde von hier. Sucht Moses und bringt ihn zu mir. Sofort! Du, vertreib diese Frösche! Versprecht ihr, die Israeliten freizulassen? Ja, ja, lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden. Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken. Und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle 3 Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen.
Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir. Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat. Ein Land, in dem wir frei sein werden? Es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum. Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. So endlich verließ das Volk von Israel Ägypten auf dem Weg in ihre Heimat, ein Land der Freiheit. Am Tag führte sie eine Rauchsäule und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg. Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert. Ich war ein Narr, sie ziehen zu lassen. Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist? Wir müssen die Israeliten zurückholen. Holt meinen Wagen! In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht. Moses, sieh nur, hinter uns! Die Armee des Pharao! Sie werden bald hier sein. Oh nein! Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben, als hier in der Wüste zu sterben. Habt keine Angst. Gott wird uns schützen. Eile nicht, Moses. Ruht heute Nacht. Morgen früh erhebe deine Hand und halte deinen Stab über das Meer. Es wird sich teilen und ihr werdet es trockenen Fußes überqueren können. Ja! Vorwärts! Ja! Halt!
Wir bleiben bis zum Morgen hier. Dann fangen wir sie wieder ein. Und als der Morgen anbrach, stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser. Und das Meer teilte sich, genau wie Gott es versprochen hatte. Kommt mit! Folgt mir! Hinterher! Da kommen sie wieder! Was sollen wir nur tun? Wartet einfach. Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf. Hab Dank, Gott, dass du uns gerettet hast. Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai. Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung. Mama, schau! Was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren. Die Israeliten nannten es Manna. Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser. Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten, schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf. Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab. Was geschieht hier, Moses? Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns. Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir zwei Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am siebten Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank, Gott. Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland, mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die 10 Gebote.
Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen. Die 12 Stämme Israels waren von Moses aus Ägypten geführt worden. Gott hatte ihnen ein Heimatland versprochen, ein Land namens Kanaan. Aber als sie dort eintrafen, fürchteten sich viele Israeliten vor den Armeen Kanaans. Sie vertrauten nicht darauf, dass Gott ihnen helfen würde, ihren Kampf zu gewinnen. Sie wollten zurück nach Ägypten gehen, wo sie Sklaven gewesen waren. Gott entschied, dass sie nicht in das gelobte Land einziehen durften, solange sie ihm nicht vertrauten. Und so ließ er sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Nach 40 Jahren führte Gott die Kinder der 12 Stämme Israels erneut ins gelobte Land. Aber anstatt dass es eine Zeit der Freude war, waren die Israeliten von Traurigkeit erfüllt. Ihr Anführer, Moses, war gestorben. Und sie hatten niemanden, der sie in ihre neue Heimat führen würde. Jungen, benehmt euch anständig. Ihr wisst, heute gedenken wir Moses. Josua, der Moses während der 40 Jahre geholfen hatte, erinnerte sich auf seine eigene, besondere Weise an den großen Anführer. Kommst du mich aufzuheitern, Turnip? Was wird mit unserem Volk geschehen, nun da Moses fort ist? Wer wird uns ins gelobte Land führen? Warum nicht du, Josua? Turnip, du hast gesprochen. Ich bin es, Josua. Gott? Ich habe dich auserwählt, Josua, das Volk der Israeliten ins gelobte Land zu führen. Nein, ich kann nicht. Du hast Moses geholfen. Aber er war ein großer Führer. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mann, ein einfacher Diener. Hab keine Angst. Es steckt Größe in jedem Mann, der Hoffnung in sich trägt, Josua. Gott? Wo ist das Land, das du uns versprochen hast? Schau westwärts. Was siehst du? Den Wüstensand und den Fluss Jordan. Und dahinter Gebirgsausläufer und grüne Wälder. Das gelobte Land. Führe dein Volk, Josua. Aber ich bin kein Führer. Ich habe Angst. Ja, du wirst vielen Gefahren gegenüberstehen, aber sei stark. Vergiss nicht, ich werde euch nie verlassen. Weil Josua Gott liebte und seine Gebote befolgte, beschützte Gott ihn. Gottes Gesetze, bekannt als die 10 Gebote, waren auf Steintafeln gemeißelt und befanden sich im Innern der heiligen Bundeslade. Die Strömung ist sehr stark. Die Überquerung wird schwierig. Ah, das ist närrisch. Josua zu folgen, als wäre er Moses. Kommst du, Aram? Kommt, wir wollen sehen, was geschieht. Wie wär's da drüben, Josua? Ich sehe nach, wie tief es ist. Glaubst du, du kommst hinüber, Kleiner? Komm schon, es ist nur ein bisschen Wasser. Ah! Wer seid ihr? Geht fort! Ich bin Josua, Führer der Israeliten. Gott hat uns dieses Land versprochen. Hat er das? Ich bin der König von Jericho und ihr kommt nicht herein.
Wir werden von dem reißenden Fluss und dem stärksten Wall der Welt geschützt. Falls ihr diesen Fluss überqueren könnt, seid besser auf einen Kampf vorbereitet. Unser Gott schützt uns, wie er Moses unseren Anführer beschützt hat. Ich habe gehört, dass euer Gott das Rote Meer geteilt hat. Aber hier hat er keine Macht. Bleibt Jericho fern oder meine Armee wird euch vernichten. Was sollen wir tun, Josua? Vertrauen haben und den Fluss überqueren, wenn Gott es uns sagt. Ihr habt Josua gehört, also erzählen wir es den anderen. Ich mache mir Sorgen wegen dieses Königs von Jericho. Er ist wie das Wasser dieses Flusses. Gefährlich. Josua. Ja, Gott? Hab keine Angst vor dem König. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch schützen. Und Josua vertraute auf Gott. Er benannte zwei Männer, die sich nach Jericho einschleichen und ihm von des Königs Armee berichten sollten. Eins, zwei, drei Soldaten. Der dritte ist winzig. Ich zähle ihn nur als halben Soldaten. Aram, wir sind Spione. Das bedeutet, wir müssen leise sein. Leise, ja, richtig. Spion! Oh, König, ich bin nur ein harmloser reisender Kaufmann. Lügner! Du bist ein Fremder in Jericho. Das bedeutet, du bist ein Spion. Hey! Shh. Aber das kann er nicht machen. Noch mehr Spione! Israelische Spione! Ach, verstehst du das unter leise sein? Fangt sie! Haltet die Spione! Fangt die Israeliten! Ja! Da hinten! Schneller! Da sind sie! Sie müssen hier irgendwo sein! Sucht es an der Straße! Gott, helfe uns! Was machen wir jetzt? Psst! Hierher, schnell! Mein Name ist Rahab. Ich helfe euch. Hier entlang. Hier drunter. Schnell! Öffne die Tür! Befehl des Königs! Aus dem Weg! Die israelischen Spione! Habt ihr sie gesehen? Sie waren hier, aber sie liefen auf die Stadttore zu. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie vielleicht noch. Der König wird sehr ungehalten sein, wenn ihr sie entkommen lasst. Rahab sagte den Israeliten, dass sie aus ihren Verstecken kommen konnten. Was du getan hast, war sehr mutig. Warum hast du dein Leben für uns riskiert? Zwei Fremde! Jeder in Jericho weiß, dass die Israeliten in unser Land kommen. Wir haben gehört, dass euer Gott den hohen Himmel beherrscht und die Erde hier unten. Er ist so machtvoll. Er hat für Moses das Rote Meer geteilt. Nun haben unsere Männer Angst, euch zu bekämpfen. Geht, versteckt euch 3 Tage in den Bergen. Dann seid ihr sicher. Gott segne dich, Rahab. Du bist sehr freundlich. Wartet. Ich habe euch Freundlichkeit erwiesen.
Wenn euer Volk die Stadt angreift, bitte verschont meine Familie und mich. Versprochen, Rahab. Lass dieses rote Seil von deinem Fenster hängen. Es wird ein Zeichen sein, dass niemand in diesem Haus verletzt werden darf. Josuas Spione taten, wie Rahab ihnen gesagt hatte. Und nachdem sie sich 3 Tage in den Bergen versteckt hatten, liefen sie zurück zum Lager und erstatteten Bericht. Das hat Rahab uns gesagt, Josua. Alle in Jericho haben Angst vor uns. Wir können den König von Jericho schlagen. Ah, da bin ich nicht so sicher, Aram. Er hat eine Menge Soldaten. Ah, sie sind so klein. Lasst uns zu Gott beten und ihm danken. Er hat getan, was er versprach. Das gelobte Land gehört uns. Am nächsten Tag marschierten die 12 Stämme auf Kanaan zu. Aber wie Gott es Josua gesagt hatte, war es nicht einfach, in ihr Heimatland einzuziehen. Wie sollen wir den Fluss sicher überqueren? Bitte Gott, gib mir Antwort. Das Wasser ist zu reißend. Wie sollen wir die Kinder und Tiere hinüberbringen? Hab keine Angst. Gott hat mir einen Weg gezeigt. Bringt die Bundeslade her. Josua dirigierte die Priester, die Bundeslade in den Fluss zu lassen und dort zu halten. Die Israeliten waren verwirrt. Was hatte Josua im Sinn? Das kann nicht sicher sein. Josua weiß nicht, was er tut. Erblickt die Macht Gottes. Vor den Augen der Menge geschah ein Wunder. Die Priester stemmten die Bundeslade hoch und Gott hielt das Wasser zu. Damals, als Moses das Rote Meer teilte. Dann ist es wahr. Gott ist mit Josua. So wie er mit Moses war. Ja! Hurra! Ein Hoch auf Josua! Das Vertrauen der Israeliten in Josua wuchs und wuchs. Sie wussten, dass sie nun den Fußstapfen Moses folgten. Josua, wähle 12 Männer, einen aus jedem Stamm. Sag ihnen, sie sollen 12 Steine aus der Mitte des Flusses holen, von dort, wo die Priester standen. Nehmt sie mit und legt sie dort ab, wo ihr heute Nacht ruhen werdet. In der Zukunft werden eure Kinder euch fragen, was die Steine bedeuten. Und ihr werdet ihnen sagen, dass das Wasser stillstand, als die heilige Bundeslade mit Gottes Hilfe den Fluss überquerte. Diese Steine werden die Israeliten immer daran erinnern.
Eines Abends ging Josua nahe Jericho spazieren. Ich habe Gottes Anweisungen ohne Frage befolgt. Ich versuche, ein Führer zu sein, aber ich bin kein Soldat. Wie kann ich den König und seine Armee bekämpfen? Josua! Gott? Wie sollen wir den Feind bekämpfen? Ihr werdet weder Schwert noch Rüstung brauchen, Josua. Hab einfach Vertrauen in mich. Um die Armee Jerichos und seinen König zurückzuschlagen, müsst ihr Folgendes tun. Früh am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten eine lange Linie bilden. Vergesst nicht, folgt Gottes Anweisungen. Nicht ein Wort, kein Geräusch von keinem von euch. Zuerst kamen 7 Priester, die Widderhörner bliesen. Dann die Bundeslade. Dann die gerüsteten Männer. Sie marschierten einmal um die große Stadt herum. Das ist kein Kampf! Das ist eine Parade! Nun, ich schätze, wir haben gewonnen! Wann greifen wir die Stadt an, Josua? Das tun wir nicht. Morgen umkreisen wir sie wieder. Was? Schon wieder marschieren? Und genau wie heute muss jeder still sein. Keinerlei Kriegsgeschrei. Die einzigen Geräusche dürfen von den Widderhörnern kommen. Und so marschierten die Israeliten um Jericho herum. Jeden Tag, 6 Tage lang. Und 6 Tage lang geschah nichts. Ihr Israeliten seid Narren! Und der größte Narr ist euer Anführer, Josua! Am Morgen des 7. Tages waren Josuas Leute ruhelos. Josua, du weißt einfach nicht, was du tust. Unser Volk will nicht mehr im Kreis herumgehen. Wir brauchen einen Soldaten als Führer. Ja, lass uns kämpfen. Ihr habt recht. Ich bin kein Soldat. Aber ich habe Vertrauen in Gott. Er hat Moses nicht verlassen und er wird auch uns nicht verlassen, solange wir ihm vertrauen. Dies ist der 7. und letzte Tag. Wer wird mit mir kommen? Ich gehe mit! Wir alle! Sagt allen, wir werden marschieren! Und so marschierten sie. Aber anstatt die Stadt nur einmal zu umkreisen, wie sie es in den letzten 6 Tagen getan hatten, sagte Josua ihnen, Gott wollte, dass sie 7-mal herumgingen. Und beim 7. Mal machten sie etwas ganz anderes. Schreit! Brüllt! Schreit, dass der Himmel euch hören kann! Schreit, dass Gott uns Jericho gegeben hat! Endlich! Jericho ist unser! Gott, das gelobte Land! Ja! Hurra! Jericho! For 40 years we wandered through the desert sand, hoping we could find God's promised land. And now it's here before us, behind a fortress tall. But it will not be ours until we bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. Gonna shake this city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. We believe in God
that he is with us here. His power is much greater than that army over there. Our enemies are laughing, but their kingdom soon will fall. When we raise our voices, we will bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake the city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. So shout out loud. Shout out strong. That wall around the city won't keep us out for long. Sing to God, one and all. That land that we were promised is right behind those walls. Bring down the walls. Bring down the wall of Jericho. Shout them down. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake the city to the ground. Mit ihren Stimmen, den Widderhörnern und ihrem Vertrauen in Gott eroberten die Israeliten Jericho. Josua, diese Leute haben uns geholfen. Rahab, ihre Mutter und ihr Vater. Du bist eine mutige Frau, Rahab. Gott hat dich und deine Familie beschützt wegen deines Vertrauens und deiner Hilfe an meinen Leuten. Können wir bleiben und euch beitreten, Josua? Nichts würde mich glücklicher machen. Hey, fass mich nicht an, Israelit! Ihr wagt es, mich so zu behandeln? Ich bin der König! Du warst der König. Als ich sagte, Gott hat uns dieses Land versprochen, hast du gelacht und mich einen Narren genannt. Wer ist jetzt der Narr? Ihr könnt doch nicht... Ja! Ja! Hat jemand Tomeb gesehen? Für dich. Perfekt. Meine Freunde, unsere Tage der Wanderschaft sind vorbei. Wir sind zu Hause. Nachdem Jericho erobert war, entwickelten die Israeliten sich weiter und weiter und erschlossen immer mehr Land. Ihre Tage der Wanderschaft waren vorbei. Dank Josua und den Israeliten, die Gott vertraut hatten. Vor langer Zeit sendete Gott den Propheten Samuel aus, um den zukünftigen König der Israeliten zu finden. Samuel, gehe zu Jesses Haus in Bethlehem. Dort wirst du den neuen König über ganz Israel finden. Ich frage mich, wer das ist. Meine Söhne, kommt ins Haus. Ein Gast wünscht euch zu sehen. Hä? Hä? Oh. David, du bleibst da und achtest auf die Schafe. Wir werden hineingehen. Jesse, du sagst, du hast 8 Söhne? Ja, und sie sind so gute junge Männer. Hier kommen sie. Autsch. Au! Welcher könnte es sein?
Sicher muss dies Gottes Auserwählter sein. Nein, Samuel. Du denkst zu viel daran, wie er aussieht. Du musst nach innen schauen. Du musst in sein Herz sehen. Moment. Es sind nur 7 hier. Hast du keinen anderen Sohn? Doch. Aber er ist der Jüngste und Kleinste. Siehst du ihn? Dort. Er hütet die Schafe. Er? Nein, er kann es nicht sein. Oder doch? Hab Dank, ich werde nun gehen. Du musst in sein Herz blicken. Wie heißt du, mein Sohn? David. Gott hat mir gesagt, dass du eines Tages der König Israels sein wirst. Gott ist mein Freund. Er hilft mir, die Schafe zu hüten. Ja, und eines Tages wirst du uns alle retten. Auf Wiedersehen, David. Auf Wiedersehen. Gott segne dich. Davids 3 ältere Brüder wurden fortgerufen. David, komm zu mir und bete mit mir, da ich die Männer der Familie für den Kampf segne. Um für das Volk Israels zu kämpfen. Eliab, Abinadab, Schammah, möge der Herr euch segnen und behüten und euch sicher aus dem Kampf nach Hause führen. Aber Vater! Was ist, Sohn? Du hast mich nicht gesegnet. Ich will für Israel kämpfen. Sorge dich nicht um uns, Vater. Wir sind alt genug. Und stark genug. Wir können es kaum erwarten, den Feind von Gottes auserwähltem Volk, die Philister, zu bekämpfen. Wir werden siegen und bald zurück sein, David. Hey, so wartet doch! Wartet! Geht nicht ohne mich! Bitte, bitte lass mich gehen, Vater! Ich will auch für das Volk Israels kämpfen! Was ist so lustig? Ich bin vielleicht klein, aber auch mutig. Hey, erinnert ihr euch nicht mehr an den Tag, als ich die gesamte Schafherde gerettet habe? Vor einem großen wilden Löwen. Ich habe ihn mit einem Stein aus meiner Schleuder getroffen und ihn sauber zu Fall gebracht. Wollt ihr sehen, wie gut ich bin? Oh! Nein, David, nicht jetzt. Zuerst habe ich den Löwen genau auf die Nase getroffen. Bang! Und dann habe ich den Halunken an seinen Schnurrhahn durchgeschüttelt. Und dann habe ich sein Maul aufgerissen und unser kleinstes Lamm gerettet. Und dann... Ich habe keine Angst vor den Philistern. Oh! Uff! Also bitte, Vater, lass auch mich in den Kampf ziehen. Wow! Schafe zu hüten ist nicht ganz dasselbe, wie die bösen Philister zu bekämpfen, kleiner David. Bleib zu Hause, kleiner Bruder. Vater braucht deine Hilfe beim Schafehüten. Und er kann auf dich achten. Werd erwachsen, kleines Lamm. Du bist wohl mutig genug für den Kampf, aber trotzdem noch zu klein. Abinadab, Schammah, Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen, Vater. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eines Tages werde ich für das Volk von Israel in den Kampf ziehen. Eines Tages. So trafen sich die beiden großen Armeen in einem riesigen Tal zum Kampf. König Saul,
führte die Armee der Israeliten an. Aber der Feind, die Philister, hatten einen Riesen auf ihrer Seite. Der Riese marschierte durch das Tal auf die Armee der Israeliten zu. Seine Beine waren so groß wie Baumstämme, seine Arme so stark wie Eisen. Und seine Schritte ließen die Erde erzittern. Ich bin Goliath der Riese. Und ihr alle seid nichts als König Sauls kleine Diener. Selbst wenn ihr mich alle gemeinsam bekämpft, könnt ihr mich niemals besiegen! Ihr habt keine Chance! Na gut! Wählt einen Mann, der Mut genug hat, mich zu bekämpfen! Ich nicht! Ich nicht! Ich auch nicht! Nur ein Mann! Wenn er mich schlägt, werden alle meine Männer eure Diener sein. Aber wenn ich ihn schlage, werdet ihr alle auf ewig unsere Diener sein. Nun, wer ist mutig genug, einen Riesen zu bekämpfen? Tretet nur vor! Ich werde auf euch warten! Nichts wie weg hier! Jeden Morgen und Abend, 40 Tage lang, kam Goliath in die Mitte des Tales und erhob sein Kriegsgeschrei. Heute bekämpfen! Ich nicht. Gestern nicht. Und heute auch nicht. Keiner von uns ist immer mutig genug, gegen einen so großen Riesen zu kämpfen. Oder närrisch genug. Ihr seid nichts als Feiglinge! Er sagt es. Er hat recht. Natürlich hat er recht. Nun, was denken meine Brüder? Sollte ich, Nein. Ja. Nein, denk nicht einmal dran. Ich werde es versuchen. Du darfst dein Leben nicht riskieren. Besser ich. Auch du nicht, Eliab. Das ist es nicht wert. Nicht einmal für König Sauls Tochter. Aber wäre es nicht großartig, zur Belohnung die Hand der Prinzessin dafür den Riesen erschlagen zu haben. Ich wünschte, dies wäre vorbei und wir könnten zu Vater nach Hause gehen. Der König wird einen Plan entwickeln. Ihr werdet sehen. Ich wette, ich schaffe 5 auf einmal.
Denk daran, du brauchst keine Angst zu haben. Oh, David, das war ein guter Schuss, Sohn. Hast du das gesehen, Vater? Vielleicht lässt du mich ja jetzt der Armee beitreten und mit König Saul und den Israeliten kämpfen. Nein, Sohn, ich sagte bereits, sie nehmen dich nicht. Du bist zu jung, um Soldat zu sein. Und musst erst noch mehr Fleisch auf deine Knochen bekommen. Aber Vater, ich bin stark und ich kann laufen wie ein Hirsch. Ich sagte nein, David. Tu, worum ich dich bitte und bring deinen Brüdern dieses Essen. Dann eile nach Hause und berichte mir, wie es ihnen geht. Und sei vorsichtig, Sohn. Ich bete, dass du gute Nachrichten bringst. Mich heute bekämpfen! Oh, oh, oh. Ist einer von euch mutig genug zum Kampf? Sind alle Israeliten nichts als Feiglinge? Eliab, Abinadab, Shammah, was macht ihr denn? Warum lauft ihr denn weg? Du läufst besser auch, wenn du halbwegs gescheit bist. Oh, pass auf, Junge! Aber wer ist das? Es ist Goliath, der Riese. Er ist der Kämpfer der Philister gegen das Volk von Israel. Aber warum schlägt denn niemand zurück? Hä? Was soll das heißen? Sieh ihn an! Er ist zu stark! Er ist über 10 Fuß hoch! Wir könnten nicht einmal seinen Speer heben! Aber was ist mit König Saul? König Saul wird demjenigen, der den Riesen besiegt, eine Belohnung geben. Er wird ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Und keiner von euch hat den Mut, es zu versuchen? Nein, keiner von uns will grundlos sterben. Eliab, warum willst du nicht kämpfen? Abinadab, warum hast du Angst? Shammah, fürchtest du dich auch vor dem Riesen? Alle Soldaten haben Angst, kleiner David. Ja, kleiner Bruder, hast du nicht auch Angst? Du bist noch immer zu jung, um hier zu sein, David. Ja, kleiner Bruder, geh heim und hüte die Schafe, wo es sicher ist. Nein, das kann ich nicht. Jemand muss Goliath bekämpfen. Aber wer? Jeder hier hat Angst. Ich kämpfe gegen den Riesen. Ich habe keine Angst. Du? Ja. Gott ist stärker als Goliath. Und Gott wird mir helfen. Geht und sagt König Saul, dass ich keine Angst habe. Ich habe Nachricht für König Saul. Welche Nachricht? Nun, da ist der israelitische Kämpfer, der eigentlich ein junger Schafhirte ist. Er sagt, er will für König Saul und die Israeliten kämpfen. Er sagt, Gott wird ihm helfen, den Riesen zu schlagen. Und er wurde nicht mal zum Soldaten ausgebildet. Nun sagt dem närrischen Kerl, er soll heimgehen. König Saul hat keinen Bedarf an Späßen hier auf dem Schlachtfeld. Sage dem Jungen. Sag dem Jungen, er soll herkommen. Aber Sir. Joab, bring den Jungen her zu mir. Sofort. Ich frage mich, wer er ist. Ich frage mich, ob er der Einzige ist, der es wagt, den Riesen zu bekämpfen. Yes, I understand, a giant of a man, and I am not. His spear appears to be
the size of a small tree, and all I've got is a slingshot. This Philistine is large, but I know who's in charge. I have a giant of a god, you see, bigger than the trouble in front of me. And even 9 feet tall starts looking pretty small next to the giant of a god with me. I fought the roaring lion, sent the wolves home crying every time. And with a little faith, I was not afraid. The fight was God's, not mine. This Philistine is large, but I know who's in charge. I have a giant of a god, you see, bigger than the trouble in front of me. Even 9 feet tall starts looking pretty small next to the giant of a god with me. I have a giant. Also, das ist unser kleiner Held. Sieht aus, als könnte er keiner Fliege was zuleide tun. Macht Platz für den kleinen Riesentöter! Ich sehe keinen Riesentöter. Ich sehe überhaupt niemanden. Ich auch nicht. Ruhe! Macht dem Jungen Platz. Ich sagte, macht Platz für den Schafhirten. Der König will ihn sehen. Oh, ja. Selbstverständlich, Hauptmann. Natürlich. Schon unterwegs. Eure Majestät, ich bin... Ruhe! Lasst den Jungen sprechen. Bitte, Sir, fürchtet den Riesen nicht. Mit Gottes Hilfe werde ich ihn besiegen. Ich werde Goliath für alle Menschen Israels schlagen. Aber wie kann ein Junge wie du Goliath bekämpfen? Du kannst ihn weder an Größe noch an Stärke oder an Geschick übertreffen. Und du bist niemals zum Kampf ausgebildet worden. Das ist wahr, Eure Majestät. Ich bin jung und klein. Aber Gott wird mich stark machen. Wenn Gott meine Schafe beschützt, schützt er auch mich vor dem Riesen. Lasst mich nun den Riesen bekämpfen. Für euch und das Volk von Israel. Ja, kleiner David, möge Gott mit dir sein. Joab, hol mein Schwert und mein Schild. Hol meine Rüstung. Gib sie dem jungen David. Hä? Joab, rüste den Jungen zum Kampf. Ja, 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 Eure Majestät. Nun habt ihr König Saul nicht gehört? Tut, was er sagt. Ich kann euer Schwert kaum heben, Euer Majestät. Und euer Schild ist viel zu schwer für mich. Aber David... Gottes Hilfe ist die einzige Rüstung, die ich brauche. Bitte hilf mir, Gott.
Hilf mir im Kampf gegen den Riesen, für das Volk von Israel. Kannst du mich hören, Goliath der Riese? Ich bin bereit zum Kampf! Glaubst du, du kannst mit Stöcken und Steinen kämpfen? Das wird dir leid tun! Bekämpfe du mich nur mit deinem Schwert und deinem Speer, Goliath. Aber ich kämpfe im Namen Gottes. Israeliten jagten die Philister davon. Ein Hund! Ja, Junge! Ja! Hallo! Hurra! Goliath ist tot! Wo ist der Junge? Joab, bring ihn her zu mir. Kleiner Bruder! Du bist es! Unser mutiger kleiner Bruder David. Bringt den Jungen her zu König Saul. Ich danke dir, mein Sohn. Dankt Gott, Eure Majestät. Und so besiegte der kleine David Goliath den Riesen mit Gottes Hilfe. Doch dies war nur eines von vielen Abenteuern, die Gott für ihn ausersehen hatte. David, der Hirtenjunge, wuchs auf, um ein großer König zu werden, der Gott diente. Während Davids langem und abenteuerreichen Leben gedachte er immer wieder der vertrauensvollen Worte Gottes.